Es ist Frühling. Wir sind im Colosseo. 2 Wochen vor Saisonstart. Die Sonne ist da. Irgendwo hinterm Bogen. Der Innenhof ist bestuhlt. Sommerfeeling kommt langsam rüber. Es ist zwar noch ein bisschen kalt. Und wir gehen jetzt nachher da unten, genau da, brunchen. Ein paar Stunden lang futtern vom Feinsten. Kalorienbomben reinziehen. Das gleißende Sonnenlicht im Rücken. Oh ja. Nur die Baden da. Genau, Runde 1, die Frühstücksrunde. Leon. Ja, heute gibt es leider nur Nutella. Ja, ist alles aus. Sie hatten nur noch Nutella. Genau. Und die ist auch bald aus, wenn das so weitergeht. So, ich habe jetzt 8 verschiedene Salamisorten hier. Ich sehe gerade, das Kameralicht ist ein bisschen doof. Da sieht man den Unterschied nicht. Aber da gibt es so viele geile Salamis. Ja. Dam, 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 dam. Oh, wir sind es nicht. Aber wir brauchen keine Freikarten, weil... Weil wir uns Jahreskarten los. Genau. Meine ist sogar noch gültig. Meine nicht. Du hast noch keine. Was suchst du bei uns am Tisch, du Nicht-Jahreskartenbesitzer? Ja, ich bin halt was Besonderes. Ich habe Privilegien. Genau. Sag was. Voll. Voll, schon. Aber nachts passt natürlich noch rein, wie immer. Tiramisu. Ein Brunch-Kommentar. Lecker, lecker, lecker. Man sieht's, Teller ist leer. Das Dessert-Buffet ist eröffnet worden soeben. Ja, Max hat schon die Hälfte verfuttert. So, und das meins, alles meins. Das gehört Gassi, das eine, aber meins. Wir haben wieder musikalische Untermalung und Gassi ist alles andere als begeistert. Ganz ruhig. Leg das Messer weg, Gassi, nicht das Messer, nee, leg es weg. So, der letzte Dessertgang und generell der letzte Gang vom Brunch. Nochmal dieses leckere, leckere, das ist so eine Kaffeecreme in einem Schokolöffel. Und ja, komplett essbar, bis auf den Holzstick hier. Nein, der ist auch essbar. Nein, der ist nicht essbar. Der Holzstick ist essbar, weil das vom Baum der Esskastanie kommt. Genau. Und das ist das Tiramisu. Und was Sie vorhin noch nicht am Dessertbuffet stehen hatten. Ich bin leicht sauer. Was habt ihr gemacht? Nichts. Wir haben auch nicht. Da ist nichts. Mein Fuß weg. Warte. Leo! Schäm dich! Ja, ich schäm mich. Hey, so geil, oder? Die Idee direkt nach Silvester, einen Stand-Up-Lounge-Coaster ohne Rückenlehne zu bauen.
ist doch abartig, oder? Ja? Allein dieser Thrill, der dazu kommt, dass man frei stehen quasi abgeschossen. Und rein mit zur Leinenergie. Ein freestanding Launcher direkt unter dem Silverstar. Ja? Das ist weg. Die Express Lane, da ist sie. Wir haben auch schon ein Souvenir. Ja, und als little surprise, wir haben auch schon die ersten Sketche gerade gedreht, die ihr in den nächsten Tagen sehen werdet. Könnt ihr euch schon mal richtig drauf freuen. Wir alle hier. Wir laufen jetzt durch Rust und hier ist irgendwie gerade voll high life. Hier, dieser Pizzeria da vorne im Straßencafé und überall. Und die Pizza da muss echt gut sein. Was für eine Aussicht. Oh. Cool. Guck mal. So, also der Hotelgästeeingang, der neue. Hier sind zwei Betonpfeiler. Wahrscheinlich wird hier auch noch so ein kleiner Vorbau oder ein Vordach oder ein Tor kommen. Sieht interessant aus. Irgendwelche Statisten. Genau, und ein bisschen verstecken. Ui. Sieht aus wie ein neuer Hoteleingang. Okay. Aber schön mit dem Holz, mit dem Fachwerk. Mhm. Gucken, ob man ein bisschen unbereitet durchgucken kann. So, Baustellentour beendet? Ja. Wieder alle auf dem aktuellen Stand? Ja. Gebruncht haben wir auch. Oh ja. Da das jetzt aber schon ein bisschen her ist. Jetzt essen! Nein, aber wir gehen jetzt noch einen Kaffee trinken im Bellrock. Da. Nee, da steht Colosseo. Also Bellrock. Das andere halt. That's summer, that's home. Ich fange gleich an zu heulen vor Freude. Das ist wieder dieses Heimatgefühl hier plötzlich. So, weißt du, die Außenterrasse ist offen und hier lebt wieder alles. Und es ist noch nicht mal Saison. Hey, man könnte aber echt meine Park hat schon auf, gell? Ja, gell, ist voll viel los hier. Ich muss aufs Klo, Hände waschen und aus dem Klo. Schieb mal den Tisch hier noch ran. Home sweet home. Ja. Endlich wieder zu Hause. Endlich. Das ist besser. Nimm's nicht besser. So, the English Lord. Oh, der Rock. So, und zum Abschluss sind wir noch in der Whale Adventures Baustelle. Ist immer ein bisschen schwierig, dass man das sieht, aber. Moment, Kamera absetzen. Da sieht man Felsformationen schon. Also die machen jetzt schon die Höhle, ein bisschen Spritzbeton oben auf dieser Gitterkonstruktur. Konstruktion. So, perfektes deutsches Wort. Ja, und da hinten, nach wo war es denn? Da. Noch besser? Da sieht man so das erste Haus, wo man nach der Stationsausfahrt durchfahren wird. Ralf meinte gerade, man sieht es von da hinten besser. So, da. Es ist schwierig zu sehen. Ja, durch das ganze Gitter. Ja. Wer musste denn hier so eine dämliche Holzachterbahn hinbauen? Wer kam auf die Idee? Und da sieht man auch. Also da kommt auf jeden Fall ein Haus hin. Noch ein Abschlusswort fürs Videotagebuch. Es war schön heute. Richtig, richtig schön.